This is a true love. This is a true love. Man, yeah, this is a true love. Hey, yo, this is a true love. Hi Leute, herzlich willkommen zum dritten Teil der vier größten Ernährungsirrtümer bzw. Ernährungsmythen. Und ja, hier im dritten Teil geht es um die Kalorientheorie. Und ich weiß nicht, den wenigsten Leuten scheint aufgefallen zu sein, dass Kalorientheorie in diesem Namen, dass da Theorie drin steckt. Und es ist eine reine Theorie, die nie bewiesen wurde. Ui, gerade ein paar Hunde. Und schaut euch mal die Sonne an, geht bald unter. Ein kleiner Ablenk. Auf jeden Fall, die Kalorientheorie wurde nie bewiesen so. Wo sie nachgeprüft werden sollte und wurde, sind Defizite aufgezeigt worden, wo man nicht weiß, wo es herkommt und so weiter. Und es ist eine Theorie, Kalorientheorie. Und jeder Mensch, der mal gefastet hat, der dabei mal Sport gemacht hat und der vielleicht mal Arnold Ehret gelesen hat, lest euch das Buch unbedingt durch, der wird eigentlich erkennen, dass das vorne und hinten nicht hinhaut mit den Kalorien, dass die Energie nicht vom Essen kommt. Und genauso eben, wenn man Sport macht, dass man dann mehr Energie hat, nicht mal unbedingt dann was essen muss. Und Kalorientheorie haut vorne und hinten einfach nicht hin. Also lest Arnold Ehret und fastet mal, probiert es aus, ernährt euch gesünder und ihr werdet feststellen, dass das einfach nicht hinhaut. So die Praxis, das ist eigentlich utopisch, sowas zu glauben. Das ja, haut vorne und hinten nicht hin. Anderes gutes Buch dazu ist Wir fressen uns zu Tode von Galina Shatalova. Und sie hat eben Wüstenwanderungen gemacht und sie hat mit einer Testgruppe eben nicht mehr als 1000 Kalorien zu sich genommen, veganes Essen, und hat auch nicht mehr als 1 Liter Wasser getrunken. Und eigentlich soll man bei einer Wüstenwanderung 10 Liter Wasser trinken mindestens. Und die Vergleichsgruppe hat irgendwie 6000 Kalorien oder so zu sich genommen. Auf jeden Fall haut es einfach vorne und hinten nicht hin. Erfahrt es an eurem eigenen Körper. Lest Galina Shatalova, Arnold Ehret. Und ja, das ist eine absurde Theorie einfach. Also wenn man danach sucht, selbst dann kann man die sich nicht mehr begründen eigentlich, wenn man offen die Realität anschaut. Betrachtet die Dinge wirklich mal wieder offen und schaut wirklich mal nach. So, es haut nicht hin, es haut wirklich nicht hin. Genau. Probiert das mal aus und schaut euch andere Videos von mir an. Dann wisst ihr vielleicht auch Bescheid, wie das Ganze abläuft. Ansonsten macht's gut, Leute. Schöne Grüße aus Thailand. Schaut euch lieber mal so einen schönen Sonnenuntergang an. Ich bin hier gerade in so einer verlassenen Bar. Hier war ein Unwetter vor ein paar Wochen. So viel Regen und hier ist gerade so eine verlassene Bar. Deswegen hier auch Moonset Party. Ansonsten macht's gut, Leute. Bis zum nächsten Video. Ciao.